Und willkommen zurück bei Sekwit. Wir stehen hier in der Unterwelt, also quasi in Steinhimmel und am Grab eines Zwerges. Ja, und da klingelt es an der Tür. Ich gehe jetzt mal nicht ran, weil ich habe keine Pakete bestellt. Das Einzige, was ich bestellt habe, ist vielleicht, keine Ahnung, Insektenvernichter. Oh, das war der falsche Zauber, aber vielleicht hilft er ja auch. Vielleicht. Doch, ja, macht schon. So. Tot ist das Vieh. Und jetzt gehen wir mal, ja, woanders hin. Ich gehe mal hier hoch. Weil, ich guck mal kurz auf die Karte. Wir treiben uns hier, wie die Karte schon verrät, in den Zwergenruinen rum. Und müssen eigentlich hier in die Mitte. Ich bin eigentlich schon wieder vollkommen falsch gelaufen. Vielleicht gehe ich mal zu meinem, naja, Missionsstützpunkt quasi. Ein Sarg. Ob ich da mal reingucke? Ob der mal rauskommt? So, da sind ein Haufen Klopffresser auf meiner Spur. Hilfe, 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 Hilfe. Das ist so eine Mischung aus Eidechse und Gottesanbeterin. Und auf jeden Fall auch nicht so ungefährlich, aber wir kriegen sie dennoch klein. So. Das brauche ich nicht. Ich guck mal hier rein. Hallo. Oh, ein bisschen Gold ist drin. Wunderschön. So. Da oben sind noch mehr Erfahrungspunkte. Das sind noch ein paar Klops, die brauchen wir aber gar nicht. Ja, ahnungslos, die greift, die will ich mitnehmen. Weil es ein Dingensgegenstand ist, ein Set-Gegenstand. Aber ich glaube, der bringt mir eher weniger viel, weil ich nicht tragen kann. Genau, weil ich keinen Schwertkunde habe. Naja. Gut, dann werden wir mal gucken, wo uns eigentlich unser Missionsheini erwartet. Mr. Larenjar. Hallo, ihr Klops. Hallo, ihr Klopfresser. Hallo, Frostring. So. So, das waren jetzt wieder einige Erfahrungspunkte, die wir da bekommen haben. Der Klorp hier geht auch gleich drauf. Und wenn wir mal ganz genau hingucken, können wir ab und zu auch beobachten, wie so ein Klorpfresser tatsächlich so einen Klorp erwischt. Mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwelche entdecke, aber ich glaube im Moment eher nicht. Wo muss ich eigentlich hin? Wir gucken mal da drüben, da ist ein Klorp, wartet mal. Da ist ein Klorp und da sind die Klorpfresser. Also eigentlich greifen die den an. Ja. Und wie wir sehen, haben die 205.000 noch was Schaden gemacht. Also das ist so eingerichtet, dass sie den auf jeden Fall umbringen. Oh, hier haben sie schon einen versnackt. Ja, also das ist, ich glaube mitunter die größte Schadenssumme, die man hier auf einen Haufen im Spiel sieht. Das ist etwas, eigentlich übertrieben, aber dennoch lustig. So, ich muss mal hier nach hier unten, glaube ich. Weil ich muss mich ja mit diesen Typen eigentlich mal treffen. Klopp. Vor normalem Schaden bin ich nicht gefeit. Ja, weil du gefeit. Doof bist. Daran liegt's. Geh doch mal weg. Und du gehst auch mal weg. So, dort oben fressen die wieder meine Erfahrungspunkte auf. Ja, das war 2000. Nee, 260.000 Schaden. Muss man sich mal vorstellen. Und so, und da mir das hier gerade ein bisschen auf die Nerven geht, teleportiere ich mich einfach mal nach geübter Magier-Magie darüber. So. Und werde mir mal die Klopfresser hier unten vorknüpfen. Spürt meinen Genau. Zorn. Tut das mal. Ich meine, die geben auch 3000 Erfahrungspunkte, aber naja. Kann man schon mal machen. So, Funkels Amulett der Herrschaft nehme ich auch gerne mit. Hier sind noch ein paar Klops am Leben. Das ist, naja, nur eine zeitweilige Erscheinung. Wo ist denn jetzt dieser Typ, den ich hier treffen soll? Das ist jetzt nicht die hübscheste Gegend hier. Da möchte ich mich nicht allzu lange drin aufhalten. So, hallo, hallo, hallo. So. Titan durch die Herrführer. Ach komm. Kommt mal her, ihr Klops. Das sind eigentlich wirklich dicke, fette Schweine. Die kann ich ja auch mal bei Gelegenheit aus der Nähe zeigen. Da. Und das sind Haufen tote, dicke, fette Schweine. Und hier ist es relativ bevölkert, muss ich auch mal zugeben. Und geht mal weg hier. So.
Aber wir hatten bisher noch keinen Stufenaufstieg, der kommt aber gleich. Schon vielleicht bei den nächsten Gegner, aber erstmal kommt hier unten dieser Herr. Wartet mal, ich muss erstmal die Gegend ein bisschen bereinigen. So, damit uns hier beim Gespräch keiner stört. Ja, du bronzener Klorb, du gehst auch mal drauf. So, hier ist Larinja. Den sprechen wir mal an. Man nennt mich Larenjar, den Glücklosen. Ihr solltet einen Glorb suchen und ihn zu Yaraduk im Hadukdorf bringen, um euch seiner Hilfe zu versichern. Euresgleichen sieht man in dieser Region nicht oft. Ihr seid offensichtlich fremd hier. Sicher habt ihr viele Fragen, aber dies ist der falsche Moment, sie zu beantworten. Ich bin der Falsche dafür. Das Dorf der Hadduk ist nicht weit von hier. Geht und sprecht mit Yaraduk, dem Häuptling. Er wird euch weiterhelfen, wenn ihr ihm als Zeichen eures Respekts einen Glor bringt. Die Hadduk lieben diese Viecher, vor allem gut durchgebraten. Aha, ich muss mich mal kurz um was kümmern, lieber Larinja. Ich habe hier ein bisschen Kompanie. Und in dem Sinne auch ein Stufenaufstieg. So, geht mal weg hier. So, ja. Wir haben einen Stufenaufstieg und wir müssen dem Herrn einen Klor bringen. Yaraduk hieß der Häuptling, genau. Dem müssen wir einen Klor bringen, also ein bisschen Klorfleisch an sich, nicht den ganzen Typen da. Das wäre vielleicht ein bisschen schwer für uns. Und wir tun das mal auf Meditation, auf Magiekunde und auf, was haben wir noch, Zweier? Wassermagie ist immer cool. Wendigkeit hier, 22 ist eine schöne gerade Zahl, kann man nehmen. Tja, dann mache ich hier mal wieder auf Stärke, damit ich hier mal Stärke irgendwann 100 erreiche. Einfach nur, weil es schön aussieht. So, kann man mit dir noch irgendwas machen? Ich sagte euch schon, dies ist nicht der rechte Moment und ich bin nicht der richtige Daretianer, um eure Fragen zu beantworten. Wendet euch an Yaraduk im Hadukdorf, um zu erfahren, was ihr so dringend zu wissen verlangt. Ist ja gut, ich hab's ja verstanden, du musst mich nicht mehr volllappen. So, wir haben natürlich keinen Missionsanzeiger. Hallo? Schnauze. Schon. Ja. Wir müssen irgendwie... Achso, wir müssen erstmal einen Klorb finden, genau. Deswegen haben wir keinen Missionsanzeiger, weil wir müssen erstmal so ein Vieh finden. Das ist keiner, das ist irgendein anderes Ekelvieh. Und jetzt sind natürlich alle Klorbs ausgestorben. Das ist ein bisschen, offensichtlich gemacht. Weil vorher war ja alles voll mit Klorbs, da ist einer. Komm her. Ich meine, vielleicht sind die auch wegen mir ausgestorben, das kann natürlich auch sein. Jetzt, da das geklärt ist, was kann ich sonst noch für euch tun? Tretet nur näher, mein Karren ist gut bestückt. Egal ob magische Elixiere, Waffen, Schilde oder Rüstungen, bei Larenjar, dem Glücklosen, ist euer Gold gut angelegt. Auf jeden Fall, so hörst du dich schon an. Ich frage mich nur, welcher Karren? Hast du den im Fluss versenkt oder was? Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen Händler stehen, den können wir schon mal hier so ein bisschen Müll verklopfen. Das kann weg. 97 Schutz. Das ist zwar nicht schlecht, aber ansonsten relativ schon. Das behalte ich mal. Das kann weg. Das kann weg. Der kann weg. Das kann weg. 43 schießt mich tot. 31 auf alle Magiesprüche plus 3. Hat der nicht, deswegen ist er weg. Lava gehärteter Ring der Lieder. Den hatte ich, glaube ich, mal drinnen, ne? Ja, behalte ich den mal. Da kommt der weg. Kommt das weg. Ahnungsdurstiger Reif. Sammle ich sowas? Nee, ne? Sammle ich nicht. Deswegen kommt es weg. Hat er nur irgendwelche sinnvollen Stäbe? Also wir müssen ja, wie gesagt, immer noch 54% Zauberregeneration toppen. Und ich glaube, das macht im Moment erstmal keiner der Stäbe, den er hat. Nö, das sieht nicht so aus. Irgendwelche tollen Rüstungen will ich sowieso nicht haben, weil es sind alles meine tollen Set-Rüstungen. Deswegen ist er mir erstmal ziemlich egal, der Herr Larinja. So, wir müssen natürlich zurück, wir müssen überhaupt erstmal ins Hadukdorf. Aber ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen was anderes triggern hier. Und dazu muss ich mal ein bisschen in die, sag ich mal, südliche Richtung laufen. Obwohl ich gar nicht weiß, ob die hier in Steinhimmel irgendwelche Himmelsrichtungen haben. Das ist immer so eine Frage der Fragen. Keine Ahnung, welchen Sinn dieser Satz jetzt hatte. Auf jeden Fall ist es immer so ein strittiger Punkt. So. Na toll, jetzt bin ich hier in der Sackgasse gerade. Mann, ich will hier nur weg.
Dieser komische bronzene Klorb, der ist mir auch erstmal egal. Der macht mir an sich nichts. Und außerdem kann er mir nichts machen, weil ich weg bin. Schupp, ich bin weg. So, kann ich jetzt mich hier rüber teleportieren? Nee. Also ich würde gerne ein bisschen in den Süden gehen von der ganzen Geschichte hier. Weil die Zwergenruinen sind A, etwas interessant und B, äußerst nebenaufgabenlastig. Also zumindest mit einer Nebenaufgabe, mit der wir uns dann vielleicht gleich mal beschäftigen werden. Hoffe ich doch mal. Wenn ich die irgendwie triggern kann, dann geht das. Hallo, hallo, ihr lieben Leute. So. Ja, wo bin ich denn hier? Hier war ich schon mal. Ich muss aber, glaube ich, noch ein bisschen weiter runter. So, hier sind wieder die üblichen Zwergenruinen. Tralala. Das kennen wir alle schon. Aber wonach ich eigentlich suche, ist was anderes. Ach, hier ist mein Portal. Stimmt, die gibt es ja hier auch. Natürlich im Addon gibt es hier natürlich auch Portale. Vor normalem Schaden bin ich nicht gefeit. Und es gibt natürlich auch wieder irgendwelche Weicheiersprüche. Aber zu guter Letzt gibt es ja auch Portale. So, Zwergenruinen. Also Purgatory ist auch so ein schöner Name. Aber da kommen wir dann nachher noch hin. So. Da haben wir den Wegpunkt aktiviert und dann möchte ich halt doch gerne was anderes aktivieren. Was ist denn das? Ist das das oder ist das... Nee, das ist das nicht. Geh doch mal weg. Hier ist ein Runtergang, ein Dungeon quasi. Das finde ich natürlich sehr interessant und da möchte ich gleich mal reingehen. Hallo? Ist das jener Dungeon oder ist das nur ein Dungeon? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine, ich treffe hier auch auf keinen Widerstand an sich. Das ist alles relativ tot. Ich glaube, das sind auch alte Grabstätten. Ja, ich glaube, das sind alte Grabstätten. Wir sehen hier noch die Sarkophage von den ganzen Zwergenleuten. Aber ne, das ist einfach nur eine alte unterirdische Grabstätte. Okay. Ich dachte schon, das wird die Höhle, aber die Höhle, die ich meine, sieht ja anders aus. So. Ja, und die Biene, die ich meine, die ist auch woanders. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie nach da drüben. Also ich würde gerne nach da drüben irgendwie. Mal gucken, ob sich das hier irgendwo einrichten lässt. So, hier ist eine Brücke. Na bitte, die hilft mir vielleicht bei meiner Unternehmung. So, die Leute helfen mir dabei nicht. Deswegen muss ich sie leider hier zurücklassen. Ach nee, ich hasse diese Viecher. Geht weg. Geht alle weg. So, ich lock hier nochmal ein paar andere Viecher an, damit das hier etwas effektiver sich gestaltet. Ja, mach keine komischen Mucken hier. So, das Vieh ist auch tot. Und hier liegt irgendwas. Blitzende Spitze der Sereisch. Hat mit ihnen schon mal. Mir kommt es fast so vor. So, jetzt bin ich irgendwo hier. Und jetzt suche ich nur noch was anderes. Ja, geht doch mal alle weg. Boah, wie ich die Viecher hasse. Geht weg, ihr Flattermänner. Warum machen die einen halt noch relativ viel Schaden? Das ist auch etwas unschön. Ich bin doch hier eigentlich richtig, aber ich muss eher dahin, glaube ich. Na egal, ich werde das mal auskundschaften. Irgendwo muss ich doch hier hin. Ja, ich weiß, ihr seid fiese Viecher, die viel Schaden machen, aber ich will doch eigentlich, woanders hin. Da muss ich hier nochmal ein Gemetzel anrichten. So. Ja, die Rune hier nehme ich mal mit. Und dann würde ich ja eigentlich... Und auch glatt mal behaupten. Ja, geht mal weg. Dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn ich weiter versuche, das zu finden, wonach ich eigentlich suche. Was ich hier irgendwo befinden muss. Ich schätze mal, das befindet sich genau hier. Hier muss ich rein, glaube ich. Mal gucken, ob ich da irgendwie hinkomme. Über die Brücke, dann hier hinten rum und da rein. Okay, also wir werden unseren Weg schon finden, denke ich mir mal. Und sehen uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal tschüss.